Einen wunderschönen Dienstagmorgen wünsche ich euch. Bei uns scheint die Sonne, strahlend blauer Himmel. Ja, perfekt. Es könnte jetzt nur noch ein bisschen wärmer werden. Ja. So, was machen wir heute? Ich habe vorab erstmal, glaube ich, ein paar Punkte abzuarbeiten. Der erste Punkt ist, ich möchte mich ganz, 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 ganz herzlich bei euch bedanken für eure wunderbaren Kommentare, eure Glückwünsche, eure Geschenke, die mich erreicht haben. Ich war ja wieder mal sowas von sprachlos. Ich bedanke mich. Ich weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Es waren so schöne Sachen dabei. Ich bedanke mich für alle Karten. Ich bedanke mich für die Pralinen, für die kleinen Aufmerksamkeiten. In den Karten waren manchmal so schöne handgearbeitete Sachen. Und also es ist wirklich, wirklich ganz, ganz lieb von euch gewesen. Und ich kann nur Dankeschön sagen. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, mein Geburtstag am Sonntag. Ich habe jetzt nichts wieder mit hierhin gebracht. Manches Päckchen haben mich am Freitag erreicht, manche am Samstag. Ich habe alles eingepackt und habe sie zu Hause aufgemacht. Und natürlich nicht wieder alles mit nach Hause genommen. Ja, ich hatte einen schönen Geburtstag, ich hatte einen schönen Tag gemeinsam mit der Familie. Wir waren nachmittags bei meinen Eltern zum Kaffee trinken und abends kamen unsere Kinder und wir haben Pizza essen gemacht und es war einfach harmonisch, es war schön. Wir haben einen wirklich rundum gelungenen schönen Sonntag gehabt. Ja. Dann gibt es noch eine andere, also das war das Nummer 1. Also wir bleiben jetzt erstmal bei den schönen Dingen. Das war also Nummer 1, was ich euch erzählen wollte. Nummer 2 war, ich habe ja in Instagram am Wochenende schon gepostet oder gestern, ich weiß es gar nicht so genau, ob Sonntag oder gestern, meine Färbungen. Ich bin ganz fleißig am Färben, werde es noch weiterhin tun und ihr wisst ja, dieses hier heute ist erstmal das letzte. Ich werde 14 Tage Pause machen, weil ich viel Arbeit habe und vor allen Dingen noch weiter färben möchte. Die Färbungen sind meiner Meinung nach wunderschön geworden, die ich also in dieser Woche schon geschafft habe. Und ich habe mir dafür eine kleine Geschichte ausgedacht. Also am 28. März gibt es eine Sondersendung, die also auch nicht ganz kurz sein wird. Vielleicht muss ich sogar zwei Teile machen, ich will mal schauen. Und zwar, das ist ein Montag und da werde ich dann die neu gefärbte Wolle vorstellen, die ihr dann kaufen könnt. Und ich habe mich diesmal für Frauennamen entschieden. Jeder Strang, also jede Farbkombi, hat einen Frauennamen. Und zu jedem Frauennamen gibt es eine kleine Geschichte. Deswegen wird das schon ein bisschen... Also man sollte jetzt nicht so langweilig werden, eine Sondersendung über Wolle, dass ich euch jetzt nur die Stränge in die Kamera halte und sage, so, das kostet das und das und da sind die und die Farben drin. Nein. Ich habe mir für jede Frauennamen eine Geschichte ausgedacht. Es ist keine lange. Aber damit das nicht ganz so langweilig wird, habe ich mir da ein bisschen was ausgedacht. Und werde auch für die anderen Stränge, die ich jetzt noch mache, was ausdenken. Wenn ich alles schaffe in den 14 Tagen, weil ich habe ja auch noch was anderes zu tun. Sind es 200 Stränge, also das ist dann schon ein bisschen... grenzwertig. Also kann sein, dass ich da zwei Sendungen von machen muss. Naja, man weiß es nicht. Wir wollen mal schauen. Aber das wollte ich euch schon mal vorab ankündigen. Ja, so, jetzt kommen wir zu Nummer 3. Eine weniger schöne Angelegenheit, also wo wahrscheinlich jeder auf genauso denkt wie ich. Es haben mich über die Kommentare und auch über die
E-Mails haben mich manche von euch gefragt, sag mal, Moni, du hast jetzt in deinem letzten Video und auch das Video davor, hast du überhaupt nichts über das Weltgeschehen gesagt. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich habe das extra nicht gemacht, weil erstens denke ich oder möchte ich diesen Podcast davon freihalten. Ich möchte mit meinem Podcast erreichen, dass die Menschen von diesen Sorgen abgelenkt sind. Und wenn es nur für eine halbe Stunde oder Stunde ist. Denn selbst mir also selbst ich brauche Ablenkung. Wir alle haben Sorgen. Sorgen um uns, ja, Sorgen um die ganze Welt. Wir können es ja ruhig beim Namen nennen. Wir sind alle schockiert. Wir sind alle besorgt, traurig. Irgendwo fasst man das, kann man sowas gar nicht in Worte fassen, was gerade passiert. Und es ist so furchtbar, dass man das am liebsten wegschieben möchte. Das kann man aber nicht. Weil die Gedanken drehen sich, also jedenfalls, ich kann jetzt nur von mir sprechen. Also die Gedanken drehen sich den ganzen Tag mehr oder minder. Was kann noch passieren? Wie wird das Ganze ausgehen? Man macht sich natürlich Sorgen um die Menschen, die jetzt in dem Land sind und verfolgt werden, getötet werden und die vielen Kinder. Und das ist alles so furchtbar, dass man das gar nicht richtig verstehen, also gar nicht richtig begreifen kann, dass es so etwas hier bei uns gibt. Und wir können nichts tun, diese Hilflosigkeit, die wir persönlich dabei haben. Wir können nur die Menschen aufnehmen, in Sicherheit geben, wir können spenden, damit es ihnen gut geht. Aber der Einzelne jetzt, mehr können wir einzelnen Leute leider nicht tun. Und wir versuchen uns abzulenken, also ich jedenfalls. Ich versuche mich dann abzulenken. Ja, ich weiß nicht, wie ich das anders ausdrücken soll, weil es ist einfach nur eine Katastrophe. Es ist, wie gesagt, unbegreiflich, dass sowas 2022 überhaupt noch passieren kann. Aber wir müssen Vertrauen haben. Vertrauen auf die Menschen, die da Ahnung von haben. Das sind unsere Politiker, das sind die Geschicke dieser Welt, also ob es unsere sind oder unsere Nachbarstaaten oder überhaupt auf dieser Welt. Wir müssen Vertrauen haben, dass diese Menschen uns beschützen, dass es nicht noch weiter eskaliert. Wir können es einfach nicht. Und wie gesagt, ich kann das gut verstehen, jeder hat Sorgen. Nur ihr müsst euch nicht, informiert euch nicht bei mir. Ich kann euch da nichts zu sagen. Ich bin nicht mo politisch motiviert, war ich noch nie. Deswegen kenne ich mich auch nicht aus. Und deswegen möchte ich auch nichts dazu sagen. Und dass das alles tragisch ist und dass das alles sorgenvoll ist und dass das uns wahnsinnig macht eigentlich. Das ist doch eigentlich, das braucht man doch nicht zu erwähnen. Es geht doch jedem von uns so. Ja, und deswegen werde ich das jetzt, habe ich das jetzt einmal erwähnt und ich möchte euch um Verständnis bitten, dass ich da nicht weiterhin in einem Strick-Podcast über politische Sachen rede. Das hier soll zum Ablenken sein. Das ist ein Strick-Podcast, der euch ein bisschen von euren Sorgen für eine halbe Stunde oder Stunde befreien soll. Vielleicht auch für anderthalb. Mal gucken. Also heute wird es nicht so lang. Ja, mehr geht nicht. Und ich mich da jetzt politisch zu äußern, da halte ich so ein bisschen mit Dieter Nuhr, der mal gesagt hat, wenn du keine Ahnung hast,
einfach mal die Fresse halten. Und das bin ich, ja. Ich habe keine Ahnung und ich bin nur und habe Sorgen und Kummer, genau wie ihr alle auch jetzt. Und wir lenken uns ab mit unserem schönen Hobby. So, das war das Wort zum Sonntag. Ja, so, das waren drei Dinge, die ich vorher einmal loswerden wollte. Ja, viel gestrickt habe ich nicht, bin nicht dazu gekommen. Ich habe wirklich, naja, dieses Wochenende war doch klar, ne, dass ich da nicht den ganzen Tag sitze und stricke und mache und tue. Deswegen habe ich nichts weiter gemacht. Ich habe nicht gestrickt, ich habe gar nichts gemacht, außer ich habe das Häkeltuch fertig. Es ist noch nicht gespannt, noch nicht gebadet, noch gar nichts. Aber jetzt guckt doch mal. Das Einzige, was mich nervt, aber ich hoffe, dass das nachher weg ist, ist, also ich habe die Umrandung genau so gemacht, wie es also da auf dem Bild aussah. So eine Picot oder Rand habe ich da noch so drum gemacht. Ja, aber ich glaube hier. Da, ob ich da vielleicht noch einen hätte machen müssen, ich weiß es nicht. Es ist, guck, siehst du das hier? Es wölbt sich so ein bisschen nach oben. Aber es kann auch sein, dass es nach dem Waschen und nach dem ganzen Vernähen und Spannen und alles, ne, dass sich das verliert. Aber es ist wirklich. Ups. Ach, jetzt habe ich wieder meine Kette. Es ist immer ich wieder. Ich muss euch mal eben. Ah, jetzt habe ich es wieder. Guck, ich habe so eine schöne Kette. Aber die habe ich nicht dieses Jahr zum Geburtstag bekommen. Die habe ich letztes Jahr schon gekriegt und die geht immer. Die hat so einen Dingsverschluss. Seht ihr das hier mit dem Drachen und dem? Habe ich von meiner Freundin letztes Jahr bekommen. Und jetzt wollte ich nur nicht, es ist hängen geblieben. Und mein Akemi, mein Lieblingstuch. Nicht, dass es Fäden zieht. So. Guck. Ah, ne? Fertig ist es. Also es gefällt mir sehr gut. Es ist ja dieses Bobbel von Frau Gommes gewesen, den ich da noch zu verarbeiten hatte. Und das finde ich ganz hübsch. Also ich bin so auf Häkeltücher. Ich weiß auch nicht, es ist doch nicht zu fassen. Apropos Häkeltücher. So, da will ich jetzt erst einmal, wie gesagt, es wird also diese Sendung wird die kürzeste Sendung ever. Es sei denn, mir fallen noch Geschichten ein, aber ich glaube nicht. Ich glaube nicht, nein. So, und zwar habe ich noch zwei Bücher. Ich hatte ja gesagt, ich habe mir im Weltbild Verlag einige Bücher bestellt, weil ich ja keine Häkel. Die Ambition zum Häkeln habe ich jetzt erst seit ein paar Wochen mit dem Bobbel, wo mir das einfiel, ach Mensch, häkel doch mal, ne? Dann werden die Bobbel vielleicht doch noch verwendet. Ja, und da ich das nicht hatte, habe ich mir unter anderem Wolly Hook Bobbel Häkeln Nummer 3 gekauft. So, und das kann ich euch nur allerwärmstens empfehlen. Also wer gerne häkelt, der sollte das machen. Natürlich wieder Inhalt und vorneweg wieder alles Mögliche. Aber Fornello. Guck mal. Also es sind wirklich richtig schöne Tücher hier enthalten. Also dieses Fornello, da bin ich, liebäugel ich auch schon mit. Also mal gucken. Jetzt, was ich, aber ich habe gesagt, jetzt lasse ich es mit dem Häkeln erstmal sein. Ich muss erstmal das eine Tuch fertig machen. Ne, sonst häkel ich und häkel und meine Stricktücher, die liegen dann in den Beuteln und darben so ihr, fristen ihr Dasein dann.
So, die Stola Nissi ist drin. Dann haben wir hier Skilly. Das sind doch ein paar schöne Sachen, oder? Goloritze. Goloritze. Jawohl. Keine Ahnung, was das heißen soll. Ach, hier ist noch mal ein Foto. Das hier ist ja nur so ein kleines Heft. Was heißt kleines Heft? Aber dafür ist das Pickepacke voll. Ankor. Das ist so ein Pulli, wo ich ja immer anrate, dünnes Garn zu nehmen, wenn man sich Bekleidung häkelt. Nochmal Ankor als Raglanjacke. Navagio oder Navagio. Die sind doch wohl toll, oder? Sopot. Sopot. Und das ganze Ding kostet, ich habe jetzt hier noch so einen Zettel drüber, ich glaube 9,99 € oder so. Muss mal gucken gerade. Nee, 12,99 €. Okay. Aber auch das ist es wert. Nordstrand. Da. Hier ist es nochmal. Tamarit, also das finde ich auch schön. Tamarit. Slanti. Ein Polunderchen. Ella von Nissi. Okay, Ella von Nissi. Bitte schön, da ist Ella von Nissi. Oh, Kinders. Paloma Baggia. Paloma Baggia. Und Timoni. Timoni, okay. So eine Kreisjacke. Ja, also da stehen schon ordentlich Sachen drin. Sansone, das finde ich auch schön. Oder liegt es an den Farben, dass ich das toll finde? Ich weiß nicht. Coral Yellow. Oh. Also das ist doch wohl, ne? Das ganze Ding hat auch schon über 60 Seiten. Ja, und das war's. Dann kommen jetzt der Workshop. Und das Ganze hat 64 Seiten. Ja. Häkelspaß. Echt? 12,99 € und da sind so schöne Sachen drin. Bin hellauf begeistert. Also, kauft euch das. Also, ich kann es wirklich nur empfehlen. Es ist der Christophorus Verlag. Das kriegst du ja auch in der Buchhandlung deines Vertrauens. Und wie gesagt, also ich kann euch das nur empfehlen. Ich finde das richtig schön. Und wie gesagt, aus Bobble oder ich hab mir jetzt die eine Farbe mitgenommen nach Hause, wo ich hier noch ein paar hatte, nur so ein paar. Und das ist ja ganz dünnes Leinengarn. Und da habe ich schon mal so ein Probedings. Was glaubt ihr, wie toll das aussieht? Richtig schön, wenn ich euch das fertig mache. Da werdet ihr sehen. Ich hoffe, dass ich, dann wollte das bestimmt. Hoffentlich habe ich dann noch was. Ich muss mal gucken. Aber wirklich richtig toll. So, dann habe ich mir noch eins. Also, das sind alles nur diese kleinen Heftchen. Aber wie gesagt, ich habe halt nichts zum Häkeln. Ich habe Bücher zum Stricken ohne Ende, nur Häkelbücher, so gut wie gar nicht. So auch von Wolli Hook, Veronika Hook, und zwar Seelenwärmer und Co-Häkeln. Da habe ich gedacht, ach, das nimmst du auch mal. So ein Seelenwärmer könntest du dir vielleicht auch noch. Ich habe ja einen Seelenwärmer schon gehäkelt. Und so aus dem Kopf raus habe ich dann mal so einfach geradeaus gehäkelt und dann. Da habe ich gedacht, dann kaufst du dir das doch auch mal. So, zum Anfang natürlich Inhalt und Workshop und ist ja logisch. So, dann haben wir den Seelenwärmer Wegweiser. Mach ich leiden, ne? Hier, ich muss das Muster nur weghalten, dass ihr das nicht lesen könnt. Ja.
Dann haben wir den Seelenwärmer Haute Couture, den ich überhaupt nicht leiden mag. Finde das Garn viel zu dick. Und die Farbgebung. Aber Geschmäcker sind verschiedene. Der Seelenwärmer Raffinesse. Tolle Sachen drin, wirklich. Grey Granny, den mache ich auch. Ja. Finde ich auch schön. So. Den Seelenwärmer Morgentau. Ja, es ist mir zu dick. Teilweise ist mir das Garn dann einfach, aber deswegen kann man das ja trotzdem machen. Dieses hier, der Schwack Pink Lady, den finde ich mit dem dicken Garn gut. Da. Das passt. Weiß auch nicht. Passt einfach. Bella Figura kommt jetzt. Der Seelenwärmer Bella Figura. Da sind doch wohl gute Sachen drin. Also ich bin begeistert. Rund um Glück heißt dieser Seelenwärmer. Schön, oder? Ja. Mal gucken, was ich da. Oder guck mal hier von hinten nochmal. Ja. Und jetzt haben wir den Ärmelschal Schulterblick. Und den Seelenwärmer Knopfsache. Finde ich auch schön. Also mag ich. Was haben wir hier? Wie heißt der hier nochmal? Warte. Festgeflüster. Da. Und Patchwork. Na, nee. Das ist nicht mein Geschmack. Dafür habe ich das Titelbild, den Schmuckstück. Also den finde ich auch gut. Ja, ich mache auch die Bluse leiden, wenn ich Figur hätte, ne? Aber habe ich ja nicht. Oh Mann, Mann, gut, dass man über sich selbst lachen kann, ne? So, wir haben hier, dann kommt schon wieder der Workshop. Und wir haben hier 47 Seiten warm umhüllt von Veronika Hook. Auch richtig schöne Sachen drin stehen. 9,99 € aus dem Christophorus Verlag, Weltbild oder bei eurem Buchhändler des Vertrauens. Ja, ihr Lieb, ich habe ja nichts gemacht, ich habe nicht gestrickt. Ich habe nur dieses Teil hier gerade mal beendet und das war ja nur noch ein bisschen. Aber ich habe einfach zu viel Freude am Färben im Moment. Ich bin den ganzen Tag, wenn ich jetzt gleich hier fertig bin. Mein Sohn ist heute hier bei mir. Was heißt hier bei mir? Also hier bei uns im Ort. Er lebt ja weiter weg. Braucht immer eine Stunde Fahrt, aber er hat sich sein Auto hier in der Werkstatt. Und ist jetzt ein bisschen bummeln gefahren nach Herford, aber der wird auch gleich vorbeikommen. Wollen wir mal gucken. Es war schön Mittagessen. Ja. Aber ich habe noch ein bisschen Wolle für euch, ne? Also keine Stränge, die gebe ich noch nicht, die gebe ich noch nicht raus. Also das ist wirklich was, wo ich mich ich so dran hochhalte, dass ich mich da so drauf freue auf diese Sondersendung. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also schreibt euch das auf. Montag, den 28. März. Also ich schreibe hier, wenn ich färbe, also wenn ich jetzt gleich, ich habe noch gar nichts vorbereitet. Normalerweise mache ich das, bevor ich das Video mache, habe ich heute gar nicht gemacht. Ich werde gleich alles vorbereiten zum Färben und dann setze ich mich wieder hin und denke mir Geschichten aus für die nächsten. Es gibt immer 5 Strang von einer Farbe und schauen wir mal, da werde ich mir immer Geschichten zu ausdenken. Das macht mir im Moment Freude und lenkt mich auch ab. Vor allen Dingen, es ist jetzt nicht so, dass man sich hinsetzt wie bei Adele und der Kopf ist einfach leer. Ich kann mich dann nicht drauf konzentrieren.
diese kleinen Geschichten, das sind ja manchmal nur 5, 6 Sätze oder so. Einfach nur so eine kleine Kleinigkeit, so rund um dieses, damit es ein bisschen mehr Freude macht. Das funktioniert. Aber dass ich mich hinsetze und irgendwie. Ich mache auch kein Fernsehen. Wenn bei uns der Fernseher angeht, ob das jetzt hier hinten in der Färberei ist oder es ist zu Hause, dann springt der Fernseher an, aber dann erscheint erst oben diese Leiste vom Magenta, wisst ihr, mit Fernsehprogramm, Megathek, Mediathek, Apps und. Und weißt du was? Ich gehe sofort auf App. Und gucke dann kommt alles Mögliche zum Vorschein, was wir da drauf haben, ob es Amazon ist, Netflix, Disney, RTL Plus und Join und Ghostfix. Ich kann es gar nicht aufzählen. Und dann suche ich mir irgendwas raus, was Leichtes, wisst ihr? Und dann sitze ich und stricke und vergesse das dann aber auch. Ich habe mir angewöhnt, also mein Sohn hat das zu mir gesagt. Der hat gesagt, Mama, mach dir nicht so einen Kopf, guck das nicht, mach den Fernseher aus. Einmal am Tag sich zu informieren auf einem vernünftigen Sender, da informierst du dich einmal am Tag. Und alles andere, 3 Stunden RTL, 4 Stunden RTL, das musst du nicht. Musst du einfach nicht gucken, weil dann kommt noch mehr Sorge, noch mehr kommt hoch. Nachts, wenn es ruhig wird, dann liegst du im Bett und denkst, und dann kommst du diese ganzen Eindrücke von dem ganzen Tag auf dich zu. Und da kannst du vor 2, 3 nicht einschlafen. Und lass das, sagt er. Einfach nicht gucken. Informiert sein ist völlig in Ordnung. Keine Sachen hier, TikTok, Facebook, Instagram, wenn du da irgendetwas sofort weiter scrollen oder gib gleich deine Katzengeschichten ein, weil ich mir die so gerne angucke. Und dann ist gut. Und einmal am Tag sich richtig informieren und nicht sich den ganzen Tag damit überschütten. Ja. Wie bin ich da jetzt wieder drauf? Na komm, wir lassen. So, ich habe was für euch. Ich habe die Quattro, neue Farben von der Quattro bekommen. Und deswegen werde ich euch jetzt als allererstes die Quattro zeigen. Es sind unheimlich viele Farben. Solange der Vorrat reicht, danach muss ich erst wieder nachbestellen. Ne? So, wir fangen ganz einfach mal mit einer meiner Lieblingsfarben an. Die Quattro ist Baumwollgarn. Es ist waschbar bei 40 Grad. Es wird gestrickt mit Nadelkomma. Nadel 3 bis 4. Hat 100 und, wo haben wir das stehen? 120 Meter Lauflänge auf 50 Gramm. Und es gibt die schönsten Farben. Du kannst dir alles daraus machen. Ich habe mir da schon einen Sommerhut rausgemacht. Ich habe da schon Tücher rausgestrickt, obwohl. Naja, ne? Du kannst dir einen Top draus machen, du kannst Amigurumi-Figuren machen, also da gibt es keine. Ne? Ist alles wunderbar. So, wir haben hier die Farbnummer 85. Also, wie gesagt, es sind immer nur so viele, wie ich jetzt hier habe. Und dann muss ich es nachbestellen. Es ist aber kein Problem. Wenn ihr jetzt irgendwo eine Farbe seht, die ihr so schön findet, ruhig bestellen. Ich schreibe euch dann, ob es vorrätig ist oder ob ich es bestellen muss. Dann dauert es 10 Tage länger. Ne? Ja. So. Also, hier haben wir die Farbnummer 85. Dann haben wir hier die Farbnummer. Warte. 34, ein tolles Blau. Ach so, und kosten tut sie 2,50 €. Das ist echt, ne? Das ist echt gut. Dann haben wir die 1 in Weiß.
Wir haben, das ist nicht die gleiche, aber die finde ich auch so schön, 65. Also es ist jetzt nicht die gleiche, wenn ihr jetzt meint, ne? So, dann haben wir natürlich das Rosa, die 19. 19. So, dann haben wir hier die 109. Habt ihr das gesehen, dass ich mich heute richtig schön geschminkt habe? Ja, mal seit langer Zeit habe ich das mal richtig professionell wieder gemacht. Also über eine halbe Stunde vorm Spiegel. Fast 40 Minuten. Mache ich ja selten. Aber jetzt, ich habe so viel Kosmetik, einen ganzen Beutel, kannst du sagen, voll mit Kosmetik von meinem Mann bekommen. Und Schuhe und Gutschein für Wolle im Internet, für Anleitungen im Internet. Er hat alles aufs Konto und hat gesagt, so, und jetzt kannst du per PayPal dir das kaufen. Anleitungen und Wolle. Ja. So, das wollte ich nur mal sagen, weil ich vielleicht heute ein bisschen frischer aussehe. Ja, man hat ja, normal hat man da keine Zeit für, aber ich habe mir gedacht, heute auch komm, ne, du machst mal ein Video und du siehst dann vielleicht ein bisschen frischer aus. So, die 49. Gelb. Das sind hier, das sind meine Farben. Pass auf, jetzt zeige ich euch was. Wo ist es? Ein 17. Hundertneunundfünfzig. Das sind doch wohl die ganz. Das ist doch toll, oder? Dann haben wir hier noch mal die 113, ein etwas helleres Gelb. Und wir haben noch die 129, ein etwas gesetzteres Orange. Guck mal, es sind doch Osterfarben. Das Rot fehlt. Ich habe gar kein Rot mehr, fällt mir gerade ein. Oh, schade. Das muss ich bestellen, Rot. Unbedingt. So. Dann haben wir noch dieses dunkle Lila, die 66. Dann haben wir ein Flieder, die 07. Also habe ich ganz viele Farben von, ne? Von der Quattro. Weil die auch wirklich richtig toll. Du kannst alles damit machen und sie ist auch noch günstig. Ne? So, die ist mir vorhin runtergefallen. Natürlich das Schwarz, ist ja klar. Und wenn du Schwarz auf den Boden fallen lässt, auch wenn du gerade gesaugt oder gewischt oder sonst was hast, trotzdem sind da Krümel dran. Die 04 in Schwarz. So, die 10 in Jeans Blau. Dann haben wir hier die 72, so ein Mint. Hier haben wir noch Ocker, die 50. Ocker oder Messing. Safran. Waldgrün, 318. Na, habe ich den hier noch? Ach so. So, dann haben wir die 24, ein helles Grau. Und wir haben die 06, ein, ja, Marineblau oder Koboldblau. So eine Mischung dazwischen. Ja, so, das war jetzt das erste. Die erste Wolf, also die erste Wolle, die ich vorstelle. 2,50 € solange der Vorrat reicht. Aber ihr könnt sie nachbestellen. Ist kein Problem. Also wie gesagt, wenn ihr oder wenn ihr irgendwo gesehen habt, ich möchte auch ein Rot dazu oder kein Thema. Bei der nächsten Bestellung kommen auch wieder noch andere Farben, die ich dann noch mit reinmische. Kein Thema. So, dann habe ich hier etwas wiedergefunden. Es war lange verschollen, 2 Jahre.
Die Jacke mit dem Volant habe ich immer noch nicht gefunden. Aber dieses hier habe ich in der hintersten Ecke. Und guck mal, wie weit das schon ist. Oder natürlich völlig verkrumpelt. Das muss gedämpft werden. Völlig verkrumpelt. Guck mal hier, das ist so ein Wellenmuster. So ein ganz einfaches Wellenmuster. Seht ihr das richtig? Guck mal, wie. Das ist echt verschrumpelt. Das hat so in diesem hier. Da hat es drin gelegen. Das ist noch über. Das war auch mal irgendwo. Ich meine, wäre auch von Frau Gommes gewesen. Im Angebot oder so. So ein Riesenbobbel da mit Mohair. Guckt hier. Seht ihr das? Der hat auch so leicht changiert. Und das ist schon so weit. Wahnsinn. Ja, das wird doch jetzt auch beendet. Das habe ich wieder gefunden. Ist ja nicht zu fassen. Ganz hinten, verkrumpelt und verschrumpelt lag es in der Schublade unterm Bett. Ganz hinten. Tja, das sieht erst schön aus, wenn es gewaschen ist. Das kann ich euch sagen. Das sieht jetzt nur verkrumpelt aus. Ach, ich sag's ja, ne? So, das ist noch ein Fundstück von mir. Ich setze mal Brille auf, damit diese Haare immer. So, dann habe ich noch was bekommen. Ist zwar fürs Frühjahr jetzt, aber das kannst du das ganze Jahr über. Es gibt auch Tage im Sommer oder im Frühjahr, wo du das bequem tragen kannst. Du kannst dir Tücher machen, Pullis machen daraus, Mützen machen, Handschuhe, alles. Eins meiner absoluten Lieblingsfarben, Garne. Ich habe zu Hause die Nacht zu Hause die cremefarbenen. Von den cremefarbenen hatte ich nur noch vier Stück. Und ich suchte noch für dieses tolle aus dem Harry Potter Buch, für dieses Tuch, das richtige Garn. Und das hat die richtige Lauflänge. Und da habe ich es mitgenommen. Und ich kann euch sagen, also beim Stricken alleine ist das schon eine Wucht. Es ist Lama Silk. Und zwar Baby Lama Silk 50 Gramm 165 Meter 9,95 €. Es war mal teurer, aber ne, wir freuen uns. Hier haben wir die Lama Silk in dieser Farbe. Es ist die Farbnummer 12 202. Das ist so ein schönes Beige. Wenn ihr das anfassen könntet, dann würdet ihr sagen, das ist so weich, so knutschig. Ich kann euch das eigentlich nicht beschreiben, aber wenn ihr wüsstet, so Babylama, ne? Und Seide damit reingemischt, dann müsstet ihr eigentlich, ne? Und dann für den absoluten Preis von 9,95 €. Das ist schon was. So, das gleiche haben wir noch in 12, 220. In Jeansblau. Dann haben wir hier noch 200. Ich mache einfach die 22 am Ende. Das ist so ein ganz puderrosa, altrosa Puder, würde ich mal sagen. 22 am Ende. Natürlich haben wir die 09 am Ende in rosa, in richtig rosa auch noch. Das ist die 09 am Ende. Wir haben die 18 am Ende, hier so ein tolles Grün. 9,95 €. Und wir haben die 04 am Ende. Es ist cremiger. Seht ihr das, dass ihr den Unterschied seht? Also dieses hier mit der 02 am Ende und dieses hier ist heller mit der 04 am Ende. 04, 02. Ja, das habe ich noch für euch.
Dann habe ich tatsächlich dieses hier auch wieder gefunden. Auch ein Stiefkind, was ich dann hier mit hingenommen habe heute. Weil wenn ich zwischen den Färbeabschnitten kann ich mich dann auch mal hinsetzen, ne? Und dann stricke ich. Und dann habe ich gedacht, ja, jetzt kommt ja bald der Sommer, jetzt ist ja bald soweit, dann strickst du das doch mal weiter, oder? Einfach auch Fundstück jetzt wieder gefunden. Fertig und beenden. So, dann haben wir Manus die Uruguay. Die Alpaka Heather. Manus de Uruguay habe ich jetzt auf 9,95 €. Es sind auch, lasst mich gucken, 150 Meter, 70% Wolle und 30% Alpaka. Warte mal, habe ich euch das hier überhaupt erzählt? Moment. Hier ist 70% Babylama. Und 30% Maulbeerseide, ne? In dem Lama-Seide. Das habe ich ja ganz vergessen, euch noch zu sagen. Es wird mit 3,5 gestrickt, dies hier. Und hier haben wir jetzt Manus die Uruguay, 150 Meter Lauflänge, 70 Wolle, 30 Alpaka, 9,95 € auch. Und das ist die Farbnummer 166. Wunderschöne Mützen habe ich davon schon gesehen. Mützen, Handschuhe, ein tolles Tuch habe ich gesehen davon. Also da haben sich die Kunden schon richtig angestrengt. 164 habe ich noch. So ein Flieder-Lila-Ton mit Grau. Dann haben wir hier die 165. Da sind alles Mögliche drin. Lila, Rot, Grün. Ja. Dieses hier, hatte ich das nicht gerade? Nee, das war anders. Dieses hier ist die 162. Braun- und Grüntöne. Auch schön. Und zum Schluss die 163. Rottöne, rosa mit braun. Also, das ist schon. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht. Mehr ist nicht passiert. Mehr habe ich hier nicht liegen. Ich werde mich gleich an die Arbeit machen. Ich habe jetzt fertig. Warte mal. Jetzt muss ich gleich die Frauen mit dem Anfangsbuchstaben K und L färben. MN kommt morgen dran. OP kommt am Donnerstag dran. RS am Freitag. Ist schon, oh, ich sag's euch, aber wer möchte jetzt was von mir? Na ja, Pech. Ne? Können wir nicht ändern. Ja, es ist wirklich ein kurzes Video dieses Mal. Es ist nicht viel und ich habe auch nicht mehr viel zu erzählen. Es ist eigentlich alles gesagt am Anfang, was mir auf dem Herzen lag. Ja, und mehr weiß ich nicht. Natürlich ist klar, jedes Mal bedanke ich mich für eure Treue und auch die neuen Abonnenten, wo ich mich so drüber freue. Wir haben ja fast die 5000 erreicht. Das ist ja schon irre. Das hätte ich mir vor knapp 3 Jahren nicht träumen lassen. Da habe ich gedacht, naja, wenn es hochkommt, 500 Leute angucken, dann kannst du stolz auf dich sein. Das habe ich am Anfang gedacht. Und jetzt sind es fast 5000. Also
Aber das geht nur durch euch. Also muss ich ganz ehrlich sagen, also die 3 Jahre jetzt, die war, also es hat mir, es macht mir immer noch, und ich hoffe, dass es auch noch mal 3 Jahre werden und noch mehr, macht mir unheimlich viel Spaß. Und auch die Reaktionen von euch bestätigen mich immer wieder da drin, es weiterzumachen. Und naja, es gibt auch hin und wieder mal halt negative Sachen, aber da muss man auch, und konstruktive Kritik ist auch in Ordnung. Alles andere habe ich ja schon erwähnt, das tröpfelt an mir ab und das wird gelöscht und damit ist die Sache gegessen. Und ich werde mich nicht verbiegen. Ich kann das auch nicht. Ich kann mich nicht hinsetzen und dann so machen und dann bin ich eine andere Person oder irgendwie so. Also das ist das, nee, kriege ich nicht gebacken. Ich bin so, wie ich bin. Ich kann es nicht ändern, ne? Und so. Aber ich denke mal, dass es, also so wie ich an den Reaktionen sehe, ist das, was es auch ausmacht. Ich bin froh und glücklich darüber und freue mich über jeden neuen Abonnenten. Und ich freue mich, wenn wir die 5.000 erreicht haben. Also ich denke mal, bei 5.010 werde ich die Verlosung starten mit den 3 Büchern, die ich für euch rausgesucht habe. Also nicht Hefte, sondern richtige schöne Bücher. Und das werde ich machen, sobald wir das erreicht haben. Ja, so. Ich denke mal, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es hinter uns. Nein, das hört sich ja auch an, ne? Als wenn es eine Pflicht wäre. Nein, also ich freue mich jedes Mal darauf. Oh, es ist Dienstagmorgen und jetzt mich hier hinzusetzen und zu erzählen und euch zu zeigen und alles. Und da freue ich mich drauf, sonst würde ich es ja auch nicht machen, ne? So, ihr Lieben, das war jetzt erstmal, ich weiß, jetzt unter den Kommentaren weiß ich schon ganz genau, was kommt. Och nö und ja, ich möchte mich jetzt 14 Tage lang einfach um Dinge kümmern, die bei mir im Moment den Vorrang haben. Ich hatte euch das erzählt mit dem Geburtstag meines Mannes und dass ich da einiges zu tun habe. Wenn es auch erst im Mai ist, aber man muss mit Renovierungsarbeiten oder so, kann man auch nicht bis auf den letzten Drücker warten. Dann habe ich ja wirklich vor, diese ganzen Färbe zu Ende zu bringen. Und ich habe hier also wenigstens noch 170, 180 Stränge habe ich hier noch liegen, die ich noch verarbeiten könnte bis dahin. Und dann natürlich die Freude, die ich suche mir im Moment in dieser ganzen Situation Dinge am Tag heraus, die mir Freude machen. Und das macht mir jetzt im Moment so viel Spaß, vor allen Dingen hinzuarbeiten auf diese Sondersendung. Und ich hoffe, ihr werdet am 28. genauso viel Freude daran haben, wie ich jetzt an den ganzen Vorbereitungen, ne, und an diesem ganzen. Da hoffe ich ganz, ganz doll, dass euch das Spaß macht. Und wenn es das ist, dann werde ich das mit Sicherheit öfter machen. Allerdings werde ich ab Mai, also Mai, Juni, Juli, für den Stricktreff färben. 3 Monate brauche ich da bestimmt für. Und weil dann der Laden ist vollgepackt. Ich bin ja jetzt, ich habe mir das ja alles für die Sommermonate, weil da ist ja nicht so viel los, mit den Regalumräumen. Also der Laden ist jetzt so weit, so bleibt alles stehen, wie es ist. Aber ich muss die Regale umräumen. Also die Inhalte in den Regalen, weil ich Platz für die selbstgefärbte Wolle, weil ich das ja so ändern wollte, dass wir also spätestens bis zum Herbst hin den Laden zur Hälfte mit gefärbter Wolle haben. Ja, und da arbeitet man dann halt so drauf hin, ne?
Und das macht ja auch Spaß. Das ist ja auch nicht schlecht. Ja, so hat man immer noch seine Pläne und immer. Und das ist auch wichtig, dass man sich das alles behält. Jo. So, ich werde jetzt, guck mal, wir haben es trotzdem, obwohl, ja, das liegt an meinem Gequatsche, ne? Obwohl wir ja nun wirklich so wenig Gestricktes hatten, wir ja bis auf die Fundstücke gar nichts. Ich habe nur was Gehäkeltes gezeigt. Ja, und das ganze andere war nur ja ein bisschen Wolle und Gequatsche. Mehr war das nicht. Trotzdem haben wir 50 Minuten geschafft. Ist ja nicht zu fassen, ne? Naja. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Strickzeit, dass alles gut wird, dass nichts Schlimmes passiert, dass ihr Zeit findet für schöne Dinge, strickt was Schönes, macht euch am Tag irgendetwas Schönes und wenn es nur eine Freude ist, für einen Film oder eine neue Farbe fürs Stricken rauszusuchen oder eine Tasse Tee oder Kaffee mit der Freundin, also irgendetwas, wo man sich an dem Tag drüber erfreuen kann. Sorgen haben wir alle und wie gesagt, ich wünsche euch in den nächsten 14 Tagen viel Glück. Und sollte irgendetwas sein, ich kriege hier einen Haufen toller Wolle oder irgendetwas, dann mache ich ein kleines Wollvorstellungsvideo. Aber das ist noch nicht ganz gewiss, ne? Also das kommt ganz darauf an, was sich hier was hier so eintrifft. Ansonsten sehen wir uns spätestens am 28. März. Denn am 29. März wäre dann der erste Podcast wieder. Aber wir sehen uns am 28. zur Wollvorstellung, zur Sondervorstellung. Ja, ich wünsche euch bis dahin alles Liebe, alles Gute, bleibt gesund und munter und wir sehen uns bis dahin. Tschüss.